Die DDR im Sommer 1990, zwischen Mauerfall und Währungsunion. Ein ganzes Land im Umbruch. Diese Ereignisse, dieser Schweinsgalopp, mit dem diese gesellschaftliche Veränderung vollzogen wurde, das konnte man jetzt nicht ausblenden. Ne? Der Sozialismus am Ende. Schnell dominiert die Marktwirtschaft, volle Supermärkte, neue Chancen und Risiken. Aber zu dieser Zeit war natürlich auch Wachstum der Vollidioten und der Ahnungslosen, der kleinen Ganoven in diesem Amp am Werke, die versucht haben, ob die schnelle Tour bei Euros oder bei D-Mark damals noch zu kassieren. Das Jahr 1990 ist auch ein Jahr der Anarchie. Ein Jahr, in dem Autorität nichts mehr zählt. Aufruhr und Randale. Juni 1990, da war die Hölle los in diesem Land, das noch ein Land war, aber eigentlich auch nicht. Die DDR-Grenztruppen haben in der vergangenen Nacht mit dem Abriss der Berliner Mauer begonnen. Wie schon vor einiger Zeit angekündigt, wird der DDR-Außenhandelsbetrieb Limex die mit Graffitis verzierten Mauerstücke nach rein kommerziellen Gesichtspunkten verkaufen. Und mitten in dieser wilden Zeit das DDR-Pokalfinale. Dresden gegen Schwerin, Meister gegen Zweitligist. Es war ein Spiel nochmal, was sehr anstrengend war für uns. Und wo wir dann auch am Ende überrascht waren, wie stark die Schweriner eigentlich wirklich waren. Allgemein die Situation war Umbruch, Unsicherheit, Hoffnung. Wer versprochen hat, dass die D-Mark am schnellsten kommt, der wurde gewählt. Und wer Möglichkeiten hatte, selbst zur D-Mark zu gehen und möglichst viel davon bekommen zu können, der hat versucht, das zu nutzen. Die D-Mark ist längst Thema bei den Spielern, auch wenn sie erst im Juli eingeführt wird. Das Finale wird für viele die letzte Möglichkeit sein, sich auf großer Bühne zu präsentieren. Denn klar ist, die besten Fußballer wollen in den Westen, können von den Ostclubs nicht gehalten werden. Ansonsten ist das Interesse gering. Zum Finale am 2. Juni 1990 kommen nur 6.000 Zuschauer, deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Ja, Fußball ist im gesellschaftlichen Ranking definitiv deutlich nach unten gerutscht. Da waren sicherlich andere Sachen, die im Vordergrund standen. Ob es das Westauto war, ob es die Reise war. Auf die Zuschauer, aber auch auf die Spieler stürmt jeden Tag etwas Neues ein. Die Ablenkung war natürlich riesig. Ja. Die Einflüsse, die für uns sofort entstanden, von einem Tag auf den anderen. Jetzt war Dynamo Dresden, muss man sich vorstellen, wir waren Meister, wir waren das Jahr davor im Europapokal-Halbfinale. Wir hatten hochspannende Spieler in der Mannschaft, erfahrene Nationalspieler und natürlich auch aufstrebende, super Talente. Ja, und wir waren natürlich für alle Agenten, für alle Vereine dort ein gefundenes Fressen. Er hat als Erster geahnt, was sich für neue Möglichkeiten im Osten ergeben. Manager Rainer Kallmund von Bayer Leverkusen. Ja, das hat ja der Wiedegärtner gebucht. Ja, zwei Zimmer im Interconti oder Schweizer Hof. Andreas Thom vom BFC ist der erste DDR-Spieler, der in die Bundesliga wechselt. Der Vertrag wird bereits im Dezember 89 unterschrieben, 5 Wochen nach dem Mauerfall. Der Transfer-Coup mit Thom ist Kallmund jedoch nicht genug. Er nimmt jetzt Spieler aus Dresden ins Visier, Jungstars wie Sammer und Kirsten. Ja, mich hat das Pokalfinale nach der ganzen anstrengenden Saison eigentlich nicht besonders interessiert. Ich bin eigentlich zu Ehren von Ulf Kirsten dahingegangen. Das war sein letztes Spiel für Dynamo Dresden. Dann war es ein Pokalfinale. Ich war dann etwas enttäuscht. Waren knapp 6.000 Zuschauer da. Ich glaube 5, 7, denke ich, ja. Beim Pokalfinale so wenig Zuschauer. Das FDGB-Finale, das letzte Spiel der Saison. Normalerweise ein absoluter Höhepunkt.
Das hatte mit Endspielcharakter eigentlich wenig zu tun. Man hat sich Gedanken gemacht, gerade um die Eltern, um die Geschwister, wie es weitergeht. Meine Frau, die Arbeit, keiner wusste so richtig. Bereits die Ansetzung eine Sensation. 1. FC Dynamo Dresden gegen PSV Schwerin. Unter den Aufgeboten im Programmheft sinnigerweise eine Bestattungsanzeige. Sollte der Fußball zu Grabe getragen werden? In der Schweriner Kabine war vor dem Spiel nichts davon zu merken. Ganz im Gegenteil. Beweist den Dresdner, dass es auch ein Schweriner Kreisel gibt. Nicht nur den Dresdner. In Schwerin wird auch Fußball gekickt. Und das müsst ihr heute bloß beweisen, mehr nicht. Dresden wird auch Angst vor uns haben. Wir haben immerhin schon zwei rausgehauen. Magdeburg und Leipzig, die waren ja auch nicht ohne. Hey, möchtest du die haben? Ich hab mich vernünftig. Dass diese Energie brauchen wir natürlich heute auch. Jeder muss sich zerreißen für den anderen. Jetzt gehen wir raus und jetzt geben wir unser Bestes. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Die Haare starten mir zu Berge. So heiß war ich und das ist auch übergegangen. Letztes großes Schaulaufen auch für die Schweriner Zweitligaspieler. Sie sind sonst weniger im Rampenlicht. Jetzt spielen sie vor Kalmund und anderen Spähern im Berliner Jahn-Sportpark. Das ist Stammann, ein technisch begabter junger Mann. Gutes Dribbling, Linksbeine und das 1:0 tatsächlich. Herrlich die Vorarbeit von Stammann. Also wir waren Polizeiverein, die meisten wohnen auch, sag ich mal, waren dort angestellt. So, und viele fragen sich natürlich, können wir weiter Fußball spielen? Wie geht es weiter? Werden wir in den Polizeidienst übernommen? Oder geht es komplett in eine ganz andere Richtung? Die DDR wird abgewickelt. Die Währungsunion kommt bald. Immer mehr VIBs geraten in Schieflage. Immer mehr Menschen droht der Jobverlust. Warum sind Sie entlassen worden? Der Strukturwandel im Betrieb, also Auftragsmangel an. Wir sind Damenholzschneider und haben dadurch keine Arbeit mehr, weil die Kunden nichts genäht haben wollen. Genau wie bei allen anderen auch. Wir sind ja nicht nur Fußballer, wir sind ja auch Menschen. Dann mit Arbeitslosigkeit in der Familie, mit allen Dingen, die dann so für alle Menschen dann im Osten, so das Abwicklung der Firmen, wo man gearbeitet hat. Das kam dann alles auch auf uns, auf jeden Einzelnen zu. Und ja, das war natürlich eine Zeit, die ich selber so nicht nochmal haben möchte im Leben. Das war nicht schön. In den Hallen wird heute der Trabant gebaut. Nicht nur die Gebäude erinnern an vorgestern. Was in Autokonzernen Roboter verrichten, tun hier Menschen. Hier blieb die Handarbeit. Hier blieb Schwerstarbeit. Im Prinzip mit der Technik der 50er Jahre. Wird das Auto des Jahres 1989 das Jahr 1990 überleben? Das hat meine Schwiegereltern betroffen, meine Mutter, die dann zwangsläufig in dem Alter waren, wo diese Frage eine sehr zentrale Rolle auch eingenommen hat. Die Spitzenfußballer der DDR müssen nicht befürchten, arbeitslos zu werden. Trotzdem wird auch für sie nach dem Finale nichts so bleiben, wie es war. Auf einmal sind wir vom Sozialismus, wo uns alles gesagt wurde, wo alles gemacht wurde. Jetzt musste man alleine für sich entscheiden, wie ich dort rüberkomme. Bis in die soziale Marktwirtschaft gelange, mit dem Wort Arbeitslosigkeit umgehen, falle ich sozial runter. Das war schwer für diese Spieler. Wie geht es weiter? Wie geht's weiter? Das weiß ich nicht. Das steht im Stern. Ich würde sagen, wenn die Währungsunion da ist, brauchen wir keine mehr. Keine mehr. Und was wird dann aus Ihnen? Tja, müssen wir weitersehen. Wenn die Währungsunion kommt, wird es ja wahrscheinlich mit dem Absatz des Trabants ganz schwierig. Da ist Feierabend. Da ist Feierabend. Da greift niemand mehr am Trabant. Die Konkurrenz ist zu groß. Trabis müssen die DDR-Stars schon vor der Wende nicht bestellen. Sie fahren meist Lada. Plötzlich aber eröffnen sich ganz neue Perspektiven. Richtige Westautos, die sie nicht einmal selbst bezahlen müssen. Sponsoren locken mit Werbeverträgen.
wenn es dann heißt, wir fahren alle mit dem Mannschaftsbus nach Pinneberg über Hamburg, soll das liegen und zurück fährt jeder mit dem Audi 80. Das Erlebnis war so geil, weil wir kannten das nie. Und dann ein Auto mitzunehmen, das ist jetzt meine. Da gab es 2, 3 verschiedene Farben, Audi 80, blau, schwarz oder silber. Und ich glaube, das waren die Farben, aber das spielte bei den meisten gar keine Rolle. Konnte sich jeder einen aussuchen, wir sind da einfach eingestiegen, mehrere. Du bist in den ersten Reihen, in den zweiten, dritten. Gütschow und sein Audi, ein kurzes Vergnügen. Ja, wir hatten 3 Tage frei, sind wir in den Urlaub gefahren, in Richtung Balaton. Und wir sind angekommen, Samstagvormittag, wir haben irgendwo schön gegessen, natürlich war es sehr warm. Man hat bloß Badelatschen angehabt, kurze Hosen und ein Niki und einen Autoschlüssel in der Hand. Und wir hatten noch ein bisschen was getauscht und jedenfalls, wo wir rauskamen, war das Auto weg. In Dresden bröckeln die Fassaden, die Planwirtschaft am Boden. Und gleichzeitig neue, grelle Geschäftigkeit. Sie schießen wie Pilze aus dem Boden. Wie viele momentan tatsächlich existieren, weiß keine Statistik. Erotikclips und Pornos jeglicher Couleur sind auch bei uns die Verleihhits. Für mich ist es Erotik, würde ich sagen. Ja, das ist auch nicht zum Anleiten, sondern das eben, weil einem das alles vorenthalten wurde. Die ganzen Jahre. Und deshalb müssen wir das eben mal. Das gibt sich alles wieder. Das ist jetzt bloß zu Anfang. Und nachher, dann legt sich das alles wieder. Aber Sie finden es okay, dass sowas gibt? Hör mal, wir sind doch freie Menschen. Ja? Also, das würde ich sagen, auf alle Fälle. Das muss sein. Das gehört dazu. Mensch, wir gehen auf die 60 zu, da müssen wir doch noch was sehen. Überall neue Sexshops. Überall Erotikmagazine. Das Geschäft boomt. Die Schweriner machen sogar Werbung für das Sexblatt Neue Revue. Der Trikotsatz, die sahen schon ein bisschen merkwürdig aus, muss man schon sagen. Also ich habe irgendwann vor kurzer Zeit noch mal wieder so ein Bild gesehen und muss man sich eigentlich schütteln. Aber es war die Wende, man versuchte irgendwie an Geld zu kommen. Dynamo Dresden hat einen seriösen Sponsoren gefunden. Klingel, einen Versandhandel aus Pforzheim. Auch Jörg Stübner trägt das Trikot mit der markanten Schrift. Und er fällt auf im Finale. Einwurf von Schössler. Und dann Jörg Stübner mit dem Ausgleich. Also man muss natürlich sagen, Jörg Stübner hat auch, ich will sagen, 40, 50 Länderspiele gemacht. War also so in der Phalanx von Kirsten Thom ein toller Fighter, ein toller Fußball. Blitzsauber sein zweites Tor in Karl-Marx-Stadt. Häfner, Stübner, Raffinesse und Technik. Also das war ja ein Level mit Kirsten und Sammer. Ne? Der hat mit 19 Länderspiele gemacht, die waren... Ja, oberstes Regal. Ja, und wenn wir in die Disco gegangen sind, dann musste Stüb seinen Ausweis zeigen, weil er ja immer noch jung aussah, ne, und musste nachweisen, dass er eigentlich schon 18 ist. Torschütze im Finale. Stübner ist das DDR-Talent. Jörg Stübner, Sie haben in der letzten Saison als 18-Jähriger 24 Punktspiele bestritten in der ersten Mannschaft. Da erübrigt sich eigentlich die Frage, ist Ihnen der Übergang von den Junioren zu den Senioren schwer gefallen? Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Der ist mir relativ leicht gefallen, weil mir auch meine Mannschaftskollegen und der spezielle Trainer dabei gut geholfen hat. Und Stübs war immer so ein Einzelspieler, aber ein Riesenspieler war auf dem Feld, war ein Riesenspieler, aber ein Einzelmensch, der sehr viele Dinge alleine gemacht hat. Noch ahnt niemand, dass dieses Endspiel sein letzter großer Erfolg bleiben soll. Und der letzte große Titel von Dynamo Dresden. Die Schweriner sind für die Dresdner ein unangenehmer Gegner, voller Einsatz und Härte. Härte auch auf den Rängen. Die Gewalt zwischen den Fanlagern nimmt Formen an, die es bis dahin in DDR-Stadien selten gegeben hat.
Das waren offensichtlich erste Schritte, erste Auswirkungen dann auch dieser rechtsfreien Zeit, wo sich auch die Organe nicht sicher waren, wann sie eingreifen, wie. In verschiedenen Bereichen zu tun haben, also Dresden und Schwerin als die Fangruppen, in denen ein bestimmtes Gewaltpotenzial mitstecken könnte, als die hier spielenden Mannschaften und natürlich der sogenannte Berliner Anhang, mit denen wir auch in den vorangegangenen Spielen Probleme hinsichtlich Ordnung und Sicherheit hatten. Hast du ein bisschen Angst hier vielleicht? Na, bis jetzt noch nicht, aber was noch wird, weiß man nicht. Wann hättest du denn Angst? Schwierig zu sagen. Vielleicht, wenn Waffen mit ins Spiel kommen hier, wenn es zu viel wird, wenn es alles ausartet hier, vielleicht. Glaubst du, das ist möglich heute? Ja, ja. Und dort hat natürlich die neuen Formen des Umgangs, die haben natürlich dann eine Wirkung eines Ventils gehabt, ne, wo dann auch sicherlich auch bedingt durch gesellschaftliche Härtefälle, die dann kamen, wo hier die Bühne Fußball ganz einfach auch so eine Art gesellschaftliches Ventil über das Maß hinaus war, und das hat man gemerkt. Im Halbfinale spielt Schwerin gegen Lok Leipzig. Überschattet wird das Spiel von Ausschreitungen schon vor dem Anpfiff. Ja, wir haben es weniger mitbekommen im Spiel, aber wir haben mitbekommen, dass auf Platz 2, auf dem Nebenplatz, ne, unwahrscheinlich viel Polizei war. Der Verein überfordert, die Volkspolizei hilflos. Im Stadion machen Hooligans, was sie wollen. Ja, das waren natürlich Geschichten, die extremst zu DDR-Zeiten also rigoros unterdrückt wurden. Ne? Also da gab es ja so, ich sage jetzt mal Bekannte aus Balzen, sagen, ob die jetzt wirklich was begangen haben oder nicht. Oder die wurden zur Sicherheit erstmal während des Spiels, mussten sich auf der Polizei melden, mussten sich dorthin setzen und nach dem Spiel durften sie dann wieder raus. Die Gründe versuche ich bis heute zu entschlüsseln, und ich habe keine befriedigende Antwort darauf. Es ist Potenzial an Unzufriedenheit, an Aggressionen, das sich Bahn bricht. Und das ist ja eher ein gesellschaftliches als ein Problem des Fußballs. In der ganzen DDR kommt es 1990 zu teils schweren Krawallen in den Stadien. Bei uns im Studio, meine Damen und Herren, ist jetzt Frau Dr. Gunhild Korfis. Sie ist Soziologin an der Humboldt-Universität Berlin. Frau Korfis, ist das so zwangsläufig? Ist die Zunahme von Kriminalität und Gewalt der Preis der Freiheit, den wir zahlen müssen? Das geht einher für viele Bevölkerungsgruppen mit starker sozialer Verunsicherung, mit Orientierungsverlusten, mit Sinnverlusten, mit neuen Konfliktlagen. Und häufig werden dann diese Konfliktlagen versucht, in destruktiver Form zu bewältigen, das heißt eben im Sinne von Kriminalität, Gewalt oder auch Radikalität. Aufgeregt, Manfred Radke an der Seitenlinie. Dieser Gesichtsausdruck spricht Bände. Ich musste alle durchbringen, ich musste Dynamo Schwerin retten. Raus in den! Raus! Weiter! Du musst den Pott holen. Für mich seht ihr nur den Pott. Dichter und Kiste, Dichter! Man kann sich alles vorstellen, alles. Ich nehme es nicht, Dichter, nehme ich! Keiner kann sich vorstellen, wie krank ich war, wie besessen ich war. Andreas! Ich hab dir gesagt, du sollst den Ball rausschießen! Jens! Andi! Jens! Komm! Dabbi! Kann doch wohl nicht sein, Mensch! Weiter! Weiter! Komm!
45 Minuten sind vorbei. Und da kommt schon der Pausenpfiff von Karl-Heinz Gläser. Na, das war doch keine schlechte erste Halbzeit, oder? 1:1 der Stand. Kurz nach 5 Minuten, Stübner nach 18 Minuten. Der überraschende Halbzeitstand. Wir sind zufrieden. Guten, schönen Spielzug sind wir in Führung gegangen. Dass wir gegen Dresden teilweise hinten drin stehen werden, das haben wir gewusst. Wir sind erstmal zufrieden. Wir haben das Ding erstmal offen gehalten zur Halbzeit. Das ist noch alles offen. Der Fußball ist rund. Nicht annähernd so schnell wie der Zug zur deutschen Einheit, aber dafür sicher verpackt und mit Blaulicht. So kommt sie in alle Regionen der DDR, die geliebte und verfluchte, die gewünschte und verwünschte D-Mark. Da rollt sie also an. Das Pokalticket ist noch für DDR-Mark zu haben. Das große Geschäft mit der D-Mark steht aber kurz bevor. Ich wollte auch keinen Spieler beobachten, habe aber dann bei Schwerin den Matthias Stammann gesehen. So ein kleiner Hungerhaken, der lief damit als Linksfüßler rum. Denke ich, ja, mein lieber Mann, da ist aber Talent drin. Jetzt weiß man natürlich nie, wie ist das mit der Dynamik, mit der Schnelligkeit. Also es war ja auch ein Spiel, ich glaube, das war ja zweite Liga, Schwerin, zu der Zeit. Aber er ist mir aufgefallen. Ich sagte, dann gucken wir uns noch mal an. Stammann führt Schwerin ins Endspiel. Seine Leistung im Finale soll sich schon bald auszahlen. Dann gab es die ersten Gespräche und gleich nach unserer Hochzeit bin ich dann von Hamburg nach Düsseldorf geflogen. Auch das war natürlich Hamburg, Riesenflughafen, dann nach Düsseldorf rüber. Dann hat Wolfgang Kahner mich im dicken Mercedes abgeholt, wir rüber nach Leverkusen. Dann habe ich im Vier-Sterne-Hotel gewartet, bis dann Herr Kallmund Zeit hatte. Ja, Rainer, Tag 1. Wie geht's? Schönes Wetter? Rainer Kallmund, einer der bekanntesten Manager der Bundesliga. Zielstrebig, clever, ein absoluter Stratege. Hör mal, mir geht's also noch mal um Folgendes, dass ich dem Spieler noch mal klar sagen will, wie wir jetzt vorfahren, noch mal von der Taktik. Wir wollen ihn haben. Wir werden in dem Termin bis hin zu unserem Optionstermin mit dem Spieler auch in der Öffentlichkeit mit Sicherheit kein besonderes Interesse bekunden. Im Gegenteil, wenn Fragen kommen vom Club, vom Präsidium, von der Presse, werden wir unser Interesse deutlich herunterspielen. Wir werden sagen, wir haben andere Eisen im Feuer, um in der Frage der Ablösesumme, der Transferentschädigung schon taktisch da dementsprechend vorzugehen. Stammann wechselt für 350.000 D-Mark. Ausverkauf auch in Schwerin. Es ist doch ganz klar, wenn ich die Chance habe, nach Leverkusen gehen zu dürfen, das ist doch ganz normales, das natürlich muss er gehen. Ne? Was hätte man eigentlich anders machen können in diesen Jahren des Umbruchs im Fußball, 89, 90? Hätte man Transferverbot verkünden sollen? Das wäre ja gar nicht gegangen. DDR-Bürgern, die froh sind, dass all diese Verbote und Regularien weg sind. Deswegen sind sie ja auf die Straße gegangen, zu sagen, so, jetzt habt ihr neue Verbote. DDR-Fußballer aus der DDR-Oberliga dürfen 3 Jahre nicht transferiert werden, bis wir eine Regelung dafür gefunden haben. Ihr spielt aber in einer Liga. Hätte das funktioniert? Ich glaube nicht. Alles scheint dem freien Markt überlassen. Auch das Werben um Mittelstürmer Ulf Kirsten. Dresdens Nummer 9 bleibt im Finale lange wirkungslos, anders als in der Oberliga. Oberkörpereinsatz, Entschlossenheit. So ist Ulf Kirsten für Dynamo Dresden wie für die Nationalelf ein Gewinn. Ja, und dann kann ich aus den Nachwuchsmannschaften, früher schon über Berti Vogts und so, Ulf Kirsten, Matthias Sammer, als ganz junge Kerlchen, wie die hochkamen und jetzt auch in Dresden schon fußballerisch, auch international sich gut bewährt haben. Sammer und Kirsten sind schnell im Visier von Westmanagern.
Und dann in dieser politischen Situation waren die natürlich dann erste Ansprechpartner. Auch Jörg Stübner war ein Megatalent. Und dann hatten wir erfahrene Nationalspieler wie Hans-Uwe Pilz, Andreas Trautmann, Matthias Döschner, ich glaube dann Nachrücker wie Matthias Mauch, Ralf Hauptmann, wo man auch schon dieses Talent gespürt hat. Also wir hatten eine hochinteressante Mannschaft, also für alle Agenten. Ostspiele sind noch relativ günstig zu haben. Das große Geld lockt Vereinschefs und Fußballer gleichermaßen. Nee, das war ja generell Thema in den Wochen davor. Ja, wie geht's weiter? Wer wechselt wohin? Und das waren ja alles Sachen, mit denen wir nie konfrontiert waren, ne, zu Ostzeiten. Viele Versprechungen wurden noch gemacht. Du bekommst ein kleines Auto, ich habe einen Verein für dich, ich komme rüber und so. Ich kenne die Namen auch gar nicht mal. Die haben sich gar nicht als Spielervermittler so vorgestellt, aber jeder wollte dort irgendwie Geld verdienen. Und dass das natürlich ein Stück weit Ressourcen gebunden hat bei den Spielern, die potenzielle Kandidaten waren, das ist ja selbstverständlich. Ne? Wenn ein Rainer Kallmund dort oben auf der Tribüne sitzt, der konnte sich ja auch schlecht verstecken. Ne? Die Späher kommen immer näher. Die haben nicht nur zugeguckt, die haben dich fast während des Trainings angesprochen, aber auf jeden Fall dann unmittelbar nach dem Training auf dem Weg zur Kabine wurde jeder von uns in irgendeiner Form kontaktiert. Ja, alle hatten die tollsten Ideen. Aber zu dieser Zeit war natürlich auch Wachstum der Vollidioten und der Ahnungslosen, der kleinen Ganoven in diesem Amp am Werke, die versucht haben, ob die schnelle Tour, ein paar Euros oder ein paar D-Mark damals noch, zu kassieren. Und da wurde natürlich auch alles versprochen. Da wurde gelohnt, dass sich die Balken mähen. Ulf Kirsten, der VfL Bochum, klappert ganz schön mit Ihrem Namen und mit dem von Andreas Trautmann. Eine westliche Sportillustrierte veröffentlichte einen Optionsvertrag von Ihnen unterschrieben mit dem VfL Bochum. Haben Sie das Papier tatsächlich unterschrieben? Ich will sagen, dass ich habe eins unterschrieben, einen Optionsvertrag, der aber im Nachhinein sofort vernichtet worden ist. Und das könnte höchstens nur eine Fotokopie sein, also ist kein Original mehr vorhanden. Und man kann Bochum ruhig weiterklappern lassen, dorthin würde ich nie gehen. Sie würden also sagen, die Unterschrift war aus heutiger Sicht nicht wohlbedacht? Ja, es waren einige Faktoren mit drin. Es wurde gesagt, Dynamo Dresden und mein freundschaftlicher Berater hätten die Zustimmung gegeben. Und somit habe ich habe lange überlegt, wollte jemanden erreichen, habe keinen erreicht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann schreibe sie halt. Und es war ein großer Fehler, muss ich ehrlich sagen. Und gleich mal ein viele Sportler macht den Fehler nicht. Ahnungslosigkeit. Blanke Ahnungslosigkeit des in der DDR aufgewachsenen Fußballprofis in dem Fall, zieht sich aber durch alle Bereiche. Wer bezahlt eigentlich meine Krankenversicherung? Hat sich das jemand gefragt zu DDR-Zeiten? Der normale Beschäftigte wusste ja gar nicht, zahle ich Steuern, wer zahlt Steuern, zahle ich keine Steuern? Das war irgendwo Teil eines Systems, das man nie richtig durchschaute und das vor allem darauf ausgerichtet war, das zu tun, was die nächsthöhere Ebene sagte. Mehrere Tage und mehrere Wochen, ich kann hier reiben und schrubben, wie ich will, der Dreck geht immer tiefer rein. Also in Zukunft, meine Damen, nehmen Sie bitte keine Schrubber. Würden Sie mal, junge Frau, mal riechen, ob das stinkt? Die Hausfrauen sind es ja gewöhnt, dass unsere Reinigungsmittel in der DDR immer gestunken haben. Geben einen Deckel auf einen halben Liter Wasser. Übrigens sind hier 50 Deckel drin. Das entspricht 50 halbe Liter Flaschen. Können Sie sich den Berg vollstellen? Ja, man wusste gar nichts mehr. Ich sag's mal, keiner wusste, wie das mit Brutto und Netto. Wir hatten damals immer was ganz anderes wie mit der Versicherung, mit der Rentenversicherung. Schnell schwärmen auch Vertreter und Verkäufer aus. Auf der Jagd nach neuen Kunden und Provisionen. Da mischten ja alle mit, windige Hunde, so wie zu Hause an deiner privaten Tür Versicherungsvertreter, die dir private Krankenversicherungen verkaufen wollten, andere Versicherungen verkaufen wollten. Und wir wurden da in alles eingewiesen, hatten überhaupt keine Erfahrung, keine Ahnung, wovon die da eigentlich reden. Mit dem Kredit, das ist ja überhaupt kein Problem, na klar und so, dann natürlich muss man da Risiko gehen und wir als Konservative
eher reservierte Ossis. Dort hat man gedacht, oh, wenn die das sagen, dann muss das schon stimmen. Und ja, dort haben wir alle ein bisschen Lehrgeld bezahlt. 26. März 1990. Helmut Kohl zu Besuch in Dresden. Er inszeniert seine Auftritte. Ziel, die deutsche Einheit. Im Hintergrund mischt er sich sogar in Transfers ein. Helmut Kohl jetzt als Bundeskanzler, auch Mitvater der Wiedervereinigung, war ja jetzt auch um vernünftiges Klima bemüht. Und er war dann in Dresden am Elbufer, wenn wir noch uns daran erinnern, es waren gigantische Auflaufversammlungen, Kundgebungen. Und Helmut Kohl war auch Fußballer, ein ganz verrückter Fußballfan. Und dann haben die Dresdner natürlich das auch genutzt, ihm ihre Sorgen mitzuteilen. Es gibt die Sorge um den Ausverkauf der DDR. Und natürlich gibt es auch die Sorge, dass der Schwächere logischerweise vom Stärkeren über den Tisch gezogen wird. Das wird nun nicht mit bayerischem Fingerhakeln im Bellevue passiert sein, aber es kann noch im Alltag passieren. Nein, das glaube ich nicht. Solidarität bedeutet immer, dass die Entwicklung keine Einbahnstraße ist. Und dann hat Kohl wiederum meine Chefs von der Bayer AG, ein Weltkonzern, und hat gesagt, ja, das sieht eigentlich nicht gut aus, wenn so ein Weltkonzern wie Bayer so eine allgemeine Situation jetzt eiskalt ausnutzt und die drei besten Spieler aus dem Osten holt. Auch wenn Kallmund verzichten muss, in den Westen wechselt Sammer trotzdem. Der Ausverkauf von Dynamo ist nicht aufzuhalten. Einige Zeitungen vermeldeten, Matthias Sammer geht im Sommer nach Stuttgart. Was ist da dran, Matthias? Ja, wissen Sie, die Fragerei, die geht mir langsam ein bisschen auf den Wecker, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil auch einige Leute bei uns überhaupt nicht in der Lage dazu sind, ordentlich mal was zu berichten oder zu schreiben. Selbst mein eigener Trainer war nicht in der Lage, ordentlich zu erklären, dass Kontakte zum VfB Stuttgart bestehen. Ich habe mit VfB Stuttgart verhandelt. Es haben beide Seiten Interesse. Und soweit ist das jetzt fortgeschritten. Ich brauche die Freigabe von Dynamo Dresden vom Verband. Und wenn ich die erhalte, werde ich zum Saisonende gehen. Und ich hoffe, dass mir auch niemand dort Steine in den Weg legt. 4 Wochen nach dem Pokalfinale geht Sammer nach Stuttgart für 2,7 Millionen D-Mark. All die Spieler, die den Unterschied machen, gingen ja weg im Juni, Juli 1990. Und die Verträge waren vorher gemacht. Bei Kirsten lässt sich Kallmund nicht beirren. Auch nicht durch die Interventionen des Bundeskanzlers. Die Ablösesummen waren zwischen 3,5, 3,8, ich weiß nicht, ob direkt gezahlt wurde. Das war dann die mit Abstand höchste Ablösesumme, die Bayer Leverkusen jemals gezahlt hat. Ungewöhnlich ist nicht nur die Höhe der Ablöse, ungewöhnlich auch die Übergabe des Geldes. Kofferraum aufreihen, es war ungewöhnlich, aber die wollten das Investiwesen. Uns war es egal. Stempel, Tinte drunter, ob Überweisung. Wir wollten die Unterschrift unter dem Transfervertrag haben. Und damit hatten wir dann eben auch Ulf Kirsten. Mehr und mehr Spieler gehen weg. Für bessere Verträge und größere Karrierechancen. Dynamo Dresden verliert seine Stars. Das ist Matthias Sammer. Matthias Sammer wechselte zum VfB Stuttgart. Er steht uns nicht mehr zur Verfügung. Es ist Ulf Kirsten zu Bayer Leverkusen. Er ist für uns ebenfalls gestorben. Uwe Pilz, Hans-Uwe Pilz zu Fortuna Köln, Zweitligamannschaft, ebenso wie Matthias Döschner zur Zweitligamannschaft Fortuna Köln und Andreas Trautmann ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Der Zerfall der Mannschaft ist bitter für die Fans. Auch die Spieler spüren, dass die Gemeinschaft unwiederbringlich verloren geht. Wir waren wie eine Familie zusammen, wir haben jeden Tag eigentlich trainiert, waren in Trainingslagern. Das waren ja auch im zwischenmenschlichen Bereich Beziehungen, die über Jahre gewachsen sind. Ne? Mit Teilen der Mannschaft eng befreundet. Ne? Da war schon ein bisschen Wehmut auch dabei, ne? Das ist überhaupt keine Frage. Dass das, was wir so gelebt haben, Team, das haben wir ja hier gelebt, dass das wahrscheinlich in der Form der Vergangenheit angehört. Dann ist es doch passiert. Ein Tor, eine Erlösung, eine Koproduktion. Sammer Kirsten. Der Pokalsieg im Juni 90.
Bis heute der letzte große Titel von Dynamo Dresden. Wir haben uns eigentlich die Aufgabe ein wenig einfacher vorgestellt. Schmarin war gut eingestellt, war gut motiviert. Und wir haben gerade nach den 0-1 und auch nach der roten Karte gute Moral bewiesen und haben für mich auch nach den Chancenvorteilen her verdient gewonnen. Jubelbilder eines eingeschworenen Teams. Bald jedoch sorgen Enthüllungen für Unruhe. Und die ganzen Stasi-Verquickungen in der Mannschaft, im Verein, im medizinischen Personal flogen in die Luft. Weil man Akteneinsicht haben konnte. Ne? Und irgendwie, es war absurd. Ich weiß noch, wie ich. Eigentlich flogen einem die Formulierungen nur so aus dem Mund. Also der Physiotherapeut passte auf den Arzt auf, der Arzt auf den Physiotherapeuten, der Mittelstürmer auf den Vorstopper. Eigentlich taktisch wie im Fußball. Jeder passte auf irgendeinen auf und am Ende hat jeder, war auf alle aufgepasst. Das war so die Quintessenz dessen. Aber so witzig war es ja nicht. Stürmer Thorsten Gütschow trägt den Decknamen IMS Schröter. Der Staatssicherheit soll er zur Lage in der Mannschaft berichten, zu jedem Oberligaspieler eine Persönlichkeitseinschätzung erarbeiten. Das war ich habe in der Deutschen Demokratischen Republik habe ich unterschrieben mit 17 und habe dann eine Freundin gehabt so und an Gerbi, ich hatte die Eltern, die Beziehungen haben zum Westen und alles so in Schnee. Das ist eigentlich sowas. Aber man hat sich als junger Spieler, ich weiß nicht, als junger Spieler macht man sich gar nicht so eine Waffe. Ich sag's mal so, man ja, es war so. Ich habe Fußball gespielt und habe das in der Deutschen Demokratischen Republik mit 17 hat man sich gar nicht, ich wusste gar nicht, was ich richtig unterschreibe. So war das damals so. Insgesamt 7 Jahre berichtet Gütschow an die Staatssicherheit. Sein letzter Treffbericht datiert vom 16. November 1989. Damals erklärt er, dass sich an seiner Einstellung zum MFS nichts ändern wird. Ebenfalls bis November 89 berichtet Frank Lieberram als IMS Mike Gröber. Auch er soll über Teamkollegen aussagen, soll ermitteln, welche Person wie zur DDR steht. Ein TV-Beitrag im Jahr 1992 berichtet von 8 bekannten Fällen im Verein. Das Stasi-Gespenst, ein schwerer Ballast in den Köpfen der Mannschaft. Man kann den Kopf nicht frei haben, das geht nicht. Nach so schwerwiegenden Ereignissen kann man ihn nicht gänzlich frei haben. Aber wir werden alles Menschenmögliche tun, die Köpfe so weit wie möglich frei zu machen. Aber die komplette Dimension habe ich ja erst erfahren, als ich 95 meine Akte gesehen habe, wo eben auch Inhalte wiedergegeben wurden. Das war, also dort musste ich dann auch erstmal nach 2 Stunden das Thema beerdigen, weil ich emotional noch gar nicht in der Lage war, das zu verarbeiten und schon gar nicht zu bewerten. Ging bis tief in den persönlichen Bereich hinein. Es ist ja immer eine Frage der Qualität. Ne? Was gebe ich dort weiter? Und da sind Sachen gelaufen, die musste man nicht machen. Ne? Also das war klar darauf angelegt, jemand anderes zu schaden, auch im Bereich, ich will jetzt nicht sagen Lügen, aber Halbwahrheiten, die dann gebogen wurden. Und das war erschütternd. Ich habe vor 3 Jahren das letzte Mal Einsicht genommen, habe mir die wichtigsten Sachen, das ist trotzdem noch so ein Stapel, kopieren lassen. Die sind verschweißt in dem Schrank. Ich habe die für mich sinngemäß dort beerdigt, ne? Und das Thema für mich dann auch abgehakt. Sie liegen da. Wenn ich irgendwann als Rentner nochmals Bedürfnis haben sollte, dort nochmal reinzugucken, habe ich Zugriff. Ne? Aber das ist ein symbolischer Akt gewesen für mich, um zu sagen, so, jetzt machen wir den Deckel drauf, jetzt ist gut. Das Finale 1990 in Ost-Berlin. Am Ende ein Spiel mit 2 Gewinnern.
Innerlich war ich natürlich enttäuscht, 2-1. Aber du musst auch Schauspieler sein. Ich habe vorher geäußert, ne, als man hat ja gesehen, nach dem Schlusspfiff stand ich so da mit beiden Armen nach oben, ne, 2-1, als wenn wir 2-1 gewonnen haben. Das war auch ein ganz, ganz wichtiges Signal an alle. Wir sind nicht der Verlierer, ne, wir sind der Gewinner. Für Schwerin ist das Finale der Höhepunkt der Vereinsgeschichte. Einige Spieler machen später sportliche Karriere. Steffen Baumgart ist heute sogar Bundesliga-Trainer. Ulf Kirsten und Matthias Sammer von Dynamo Dresden werden weltbekannt, spielen in der deutschen Nationalelf. Ralf Minge prägt den Verein bis heute. Tragisch dagegen endet der Weg von Jörg Stübner. Sicherlich, wenn man sagt, wer hat es nicht geschafft, dann würde der die große Überschrift über diesem Thema sein. Oder auch ja, der bekannteste Spieler, der es nicht geschafft hat. Der beste Spieler, der es nicht geschafft hat. Das ist Jörg Stübner. Das war eine Riesenzeit, mit dem zusammenzuspielen. Also, da kommen mir jetzt wirklich heute noch Erinnerungen hoch. Das war, wir haben auch sehr oft abends in Hotels zusammen gewürfelt mit Thorsten Gütschow, Jörg Stübner. Wir haben gekniffelt und hatten so viel Spaß und sind um die Häuser gezogen. Zu der DDR-Zeit war es so, uns wurde alles, wir haben ja alles vorgestreckt. Wir haben unser Auto abholen brauchen, wir haben unsere Wohnung gekriegt, uns wurde ja alles abgenommen. Versichert waren wir, wir brauchten ja nicht groß, und nach der Wendezeit war es ja andersrum. Da musste sich jeder ein bisschen so kümmern. Wo versichere ich mich, wo jetzt, wenn ich keinen Job habe, ich muss mich kümmern dort und wohne, und das ist ja alles, man muss sich selber, und das war ein Stübs am Anfang wahrscheinlich auch alles zu viel, und das hat er nie so richtig gepackt. Aus der Distanz und möchte das auch nicht, diese Kritik an einem Menschen, Einstellung, Alkohol, Lebenswandel, die kam mir damit auf, die hat ja auch jeder gelesen. War jetzt auch nicht auf dem Platz, ein hundertprozentiger Kämpfer. Im Leben war er halt manchmal. Ja, labil ist das falsche Wort. Ne? Der Ulf Kirsten organisiert ihn im Probetraining in Leverkusen bei der U23. So, und dann war halt in Chemnitz Stau, und da hat er gesagt, ach du Scheiße, dann dreh ich wieder um. So diesen Biss, den man ganz einfach in dieser Gesellschaft dann auch mitbringen musste, der ist ihm ein kleines bisschen abhanden gekommen. War sehr schade, und dann, gut, wurde er krank. Das ist dann immer so, das war schon ein Riesenproblem. Es tat mir leid, viele wollten ihm helfen, aber der hat sich nicht helfen lassen. Und leider zu zeitig gestorben. Leider. Spiel mit erfolgreichen und bedrückenden Geschichten. Das letzte Pokalfinale in der DDR am 2. Juni 1990.